Ah. Hallo und herzlich willkommen zum dieswöchigen Aktien-Roundup. Ja, wie ihr seht, bin ich heute alleine hier. Dustin ist heute leider verhindert und wird nicht dabei sein. Deshalb das ganze Format ein bisschen abgespeckter Version. Habt ein bisschen Nachsicht mit mir, aber trotzdem der normale Ablauf. Wir haben ein Unternehmen dabei, stellen das vor. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall und schaue die ganze Zeit rüber zu Dustin, aber Dustin ist gar nicht da. Mal gucken, wie das jetzt hier wird heute. Genau, das Unternehmen, was wir uns heute anschauen, ist Chipotle Mexican Grill, ein Schnellrestaurantbetreiber bei uns in Europa oder auch bei uns in Deutschland eher so ein bisschen unbekannter, relativ groß in den USA, da knapp 3000 Restaurants. Ja, so ein bisschen ähnlich wie Subway, das heißt Systemgastronomie. Der Kunde wählt seine Zutaten an der Theke selber aus und das Essen wird frisch zubereitet. Und ja, es gibt dann auch noch die Möglichkeit, dass Kunden einfach von einer bestimmten Karte ihre Produkte wählen. Ja, das Unternehmen sticht ein bisschen raus. Es gibt keine Drive-ins und das Konzept ist so ein bisschen, ja, wie eben schon gesagt, so ein bisschen von Subway. Das ist ja bei uns so ein bisschen bekannter. Das Menü umfasst mexikanische Produkte, das heißt Burritos, Tacos, Quesadillas und Salate. Und noch eine weitere Besonderheit, die das Unternehmen auch so ein bisschen abgrenzt von den großen Systemgastronomiekonzernen wie McDonald's oder Domino's Pizza, ist, dass es keine Franchise-Modelle gibt. Das heißt, das Unternehmen betreibt jedes seiner knapp 3000 Restaurants selber und ja, hat damit natürlich eine riesengroße Kontrolle über das eigene Unternehmen und wie die Marke natürlich dann am Ende auch auftritt. Genau, wir sind, wie man es sich fast denken kann, im US-Fastfood-Markt tätig. Ein gigantischer Markt, knapp 93 Milliarden US-Dollar wird der Markt geschätzt 2019. Dann sehen wir hier ganz schön den 2020er Einbruch mit Corona, wo das ganze Fastfood oder das generelle Dining-Out-Geschäft so ein bisschen rückläufig war. Wir sehen noch verschiedene Kategorien. Die Größe ist tatsächlich Burger and Sandwiches, da wäre wahrscheinlich dann McDonald's einzuordnen. Und wir sind dann eher hier in diesem Asian, Latin, American Restaurants, die einen relativ kleinen Teil annehmen, aber trotzdem relativ stark wachsen, was wir später auch noch sehen werden. Wir haben CAGR von knapp 4,5%, das heißt ein relativ moderates Wachstum. Wir haben hier teilweise, wenn wir uns an die letzte Woche erinnern, stärkere Wachstumsraten gesehen. Wir haben aber auch langsamere Wachstumsraten gesehen. Aber es ist ja immer nur der Gesamtmarkt und wir schauen uns ja heute ein besonderes Unternehmen an. Das heißt, da gucken wir mal, wie da so die Wachstumsraten zuletzt aussahen. Genau, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Most Popular Takeout Restaurant Types in den USA. Das heißt, wo gehen die Leute tatsächlich, wenn sie ausgehen, essen? Und da sieht man, wie man sich das so ein bisschen vorstellen kann oder wie ich auf jeden Fall es mir so ein bisschen vorstellen würde in den USA, dass die Leute natürlich sehr gerne Fastfood essen, schnelles, günstiges, teilweise aber auch oft ungesundes Essen, wenn man jetzt an Systemgastronomie-Restaurants wie McDonald's oder die ganzen anderen Burgerketten denkt. Dann haben wir noch Fast Casual, das ist so ein bisschen der Bereich, wo unser Unternehmen heute Chipotle einzuordnen ist. Und dann haben wir noch ein, zwei andere Bereiche, die auch noch relativ groß sind. Casual Dining, was dann nochmal eine Stufe weiter oben ist, das heißt von der Exklusivität würde ich mal sagen. Genau, und hier sieht man der kleine Überblick. Als nächstes werfen wir einen Blick auf den Sektor, den Fastfood-Sektor in den USA. Und wir sehen viele bekannte Marken. Wir sehen hier oben links in dem ganzen, gehe ich mal ein Stückchen zur Seite, in dem Burger-Segment sehen wir ganz groß McDonald's. Wir haben hier nur die US-Märkte. McDonald's mit fast 14.000 Geschäften. Dann haben wir auf der anderen Seite hier Starbucks, die ja auch relativ groß und bekannt sind, Domino's. Und wir haben hier unten in unserer Tex-Mex-Ecke hinter Taco Bell, haben wir hier unser Unternehmen, mit Chipotle, mit knapp 3000 Restaurants in den USA. Man sieht natürlich, man ist deutlich abgeschlagen hinter den großen Franchise-betriebenen Ketten wie Subway, die auf knapp 22.000 Geschäfte in den USA kommen. Und auch McDonald's, die natürlich in den USA viele Geschäfte auch noch selber betreiben, aber auch so ein bisschen den Trend hin zum Franchise-Modell in den letzten Jahren gewählt haben. Das heißt, dass einfach immer mehr das Geschäft auf die Lizenzgebühren aus dem Franchise von den Franchise-Nehmern ja, passiert und nicht mehr die eigenen Restaurants betrieben werden, um so ein bisschen unabhängiger vom Konsumklima zu werden.
Ja, die Systemgastronomie hat dabei ein paar Vorteile. Dadurch, dass die Abläufe und die Prozesse sehr vereinheitlicht sind, können einfach Skaleneffekte sehr gut genutzt werden. Es ist ein wiederkehrendes Konzept. Das heißt, die Restaurants werden nicht alle individuell aufgebaut und geplant, sondern es gibt einen Gesamtplan, wie die Restaurants aufgebaut, zu betreiben, in was für Standorten sie sein sollen. Und das macht das ganze Konzept sehr berechenbar und sehr voraussehbar. Ja, dann sehen wir als nächstes so ein bisschen, was für Wachstumsraten denn tatsächlich möglich sind, auch in einem eigentlich Retail-Geschäft. Das heißt, dem Verkauf von Produkten und dann auch noch Nahrungsmitteln würde man ja erstmal denken, okay, das Wachstum da ist erstmal nicht so schnell. Wir sehen aber tatsächlich, dass besonders die kleinen Unternehmen, wir haben hier Texas Roadhouse, die sind auch relativ klein, knapp unter 1000 Restaurants in den USA, wenn ich mich nicht irre, 50-prozentiges Wachstum jetzt im letzten Jahr hingelegt hat. Und das sehen wir hier durch die Reihe weg. Besonders die kleinen Olive's Garden, Wendy's hatten wir ja eben auch tatsächlich gar nicht mehr so klein, genauso wie Chipotle. Und trotzdem gelingt es den Restaurants oder den Unternehmen hinter diesen Restaurants, zweistelliges Wachstum zu erreichen. Und das auch über längere Zeit. Wir sehen das später noch mal kurz bei Chipotle in der längeren Übersicht. Aber ja, ich finde das tatsächlich ganz interessant zu sehen, dass auch selbst mit langweiligen Restaurants oder in Anführungszeichen langweiligen Restaurants solche Wachstumsraten erzielt werden können. Und wir sehen das ja gleich auch noch mal im Snapshot in der Bewertung bei Chipotle, wie das bewertungstechnisch gerade aussieht. Genau, das Wachstum in den letzten Jahren und besonders nach Corona kam natürlich sehr viel auch durch den Verkauf über digitale Kanäle. Ich habe hier mal einen Ausschnitt der Investor-Präsentation von Wingstop mitgebracht, einer Schnellrestaurantkette für, wie der Name schon sagt, Wings, das heißt Chicken Wings. Und da sieht man so ein bisschen, dass die Restaurants, besonders die ganz großen, wir sehen jetzt da Domino's, sehr den Fokus auf digitale Kanäle gelegt haben. Das heißt, den Verkauf über Apps und Websites, das heißt dieses Pickup-Modell, dass man in der App oder auf der Website bestellt und dann im Restaurant nur noch abholt, das reduziert natürlich die Wartezeiten und reduziert zum einen die Wartezeiten der Mitarbeiter, und erhöht auch so ein bisschen die Effizienz der Geschäfte, wenn man so ein bisschen vorhersehen kann, okay, was ist jetzt die nächsten Produkte, die kommen und nicht die wartenden Kunden im Restaurant hat und da immer nur einen nacheinander abfertigen kann. Und vor allem sehen wir hier unten auch unser Chipotle mit einem Anteil von knapp 42% der Digital Sales, das heißt da über die Website oder die Apps. Genau, hier nochmal ein kleiner Überblick. Das ist ja immer ganz interessant. Man redet so viel über die Restaurants oder die Unternehmen und weiß irgendwie gar nicht so richtig, was die machen. Kleiner Ausblick aus dem Angebot von Chipotle. Wir haben alles Mögliche an mexikanischen Produkten da. Das heißt Burritos, Bowls, Quesadillas, Salate, Tacos, aber auch Kindermeals, Chips und Sides und natürlich Getränke. Es fällt auf, dass Chipotle kein extra Menü für die Abendschichten oder Morgenschichten hat. Das heißt kein Frühstücksmenü, sondern tatsächlich nur dieses eine Angebot, dieses eine breite Angebot. Man kann das ja alles dann individuell immer noch zusammenstellen. Genau, das fällt so ein bisschen auf, wenn man jetzt zum Vergleich an McDonald's oder andere Unternehmen denkt, wie zum Beispiel Burger King oder die ganzen anderen großen Ketten, die ja häufig auch Frühstücksangebote haben, was natürlich dann aber auch die Karte erweitert und die Komplexität der Menüs und der Fertigstellung der Menüs oder der Produkte natürlich deutlich erhöht. Kommen wir so ein bisschen zur Geschichte. Ist tatsächlich relativ interessant. 1993 hat sich der Koch Steve Ellis oder hat der Koch Steve Ellis erkannt, wie populär mexikanisches Fastfood sein kann und hat sich 1993 dann dazu entschieden, mit Chipotle selbstständig zu machen. Hat dann in den ersten 2, 3 Jahren relativ schnell viel Erfolg gehabt, konnte dann 95 das zweite und das dritte Geschäft eröffnen. 1998 wurde dann McDonald's auf das Unternehmen aufmerksam und ist dort als Großinvestor eingestiegen. Die Konzernstrukturen von McDonald's haben dann ein sagenhaftes Wachstum ermöglicht, sodass das Unternehmen 2005 bereits 500 Restaurants in den USA bewirtschaftet hat und so ein bisschen unter der Konzernstruktur von McDonald's und von den Lieferketten von McDonald's so ein bisschen profitieren und auch lernen konnte. 2006 folgte dann
der Börsengang, wir sehen das jetzt auch hier gerade im Bild, der Ausgabepreis für das Unternehmen wurde damals doppelt angehoben, weil es so eine hohe Nachfrage nach den Aktien des Unternehmens gab. Und ich habe mir sagen lassen, dass tatsächlich damals, als die Aktie dann gelistet wurde, sie sich innerhalb von eines Tages direkt verdoppelt hat, die 100% gesehen habe, was natürlich für ein Unternehmen der eigentlich Lebensmittelbranche oder Systemgastronomie, in welche Branche man das Unternehmen dann am Ende einordnen möchte, natürlich ein spektakuläres Börsendebüt ist. Ja, das Unternehmen hat dann die verfügbaren Mittel aus dem Börsengang relativ viel genutzt und erfolgreich genutzt, um neue Restaurants zu eröffnen, neue Standorte, neue Konzepte zu eröffnen. 2016 gab es dann so einen kleinen Rückschlag, als in einigen oder in mehreren Filialen von Chipotle es zu E. coli Ausbrüchen kam, das heißt Krankheitsausbrüchen, die natürlich in der Lebensmittelindustrie so ein bisschen nochmal mit einem ganz anderen Auge betrachtet werden als in jetzt anderen Industrie. Da sehen wir gleich auch nochmal, wie sich da der Kurs und wie generell das Wachstum in diesen Jahren so ein bisschen eingebrochen ist. 2018 ist dann der Gründer Alice aus dem Unternehmen ausgetreten, der jetzige CEO Brian Nicol ist beigetreten. Er war damals noch CEO von Taco Bell und hat so ein bisschen dem, ich würde fast sagen, dem strauchelnden Unternehmen, wir sehen das gleich nochmal, 2016, 17 oder 15, 16, 17 waren wirklich keine einfachen Jahre für das Unternehmen, so ein bisschen dem strauchelnden Unternehmen wieder auf die Beine geholfen hat. Er hat das Modell der Chipotle-Lanes eingeführt, das heißt so ein bisschen mehr Fokus darauf gelegt, wie wir das ja eben auch schon gesehen haben, auf die digitalen Marketingkanäle und weniger auf das tatsächliche Präsenzgeschäft. Das heißt, Leute gehen in das Restaurant, bestellen, dann wird zubereitet und dann nehmen sie ihr Produkt mit. Und da hat er so ein bisschen angesetzt. Ja, heute betreibt das Unternehmen knapp 3000 Restaurants, fast 95 oder fast sogar 99% der Restaurants sind in den USA. Es gibt da darüber hinaus noch ein, zwei kleinere Flagship-Stores, würde ich sie jetzt tatsächlich mal nennen, in Kanada, in UK, auch in Deutschland und Frankreich. Ich war tatsächlich noch nie in einem Chipotle-Laden. Könnt ihr mal sagen, ob ihr wisst, ob irgendwo hier in Deutschland einer steht und wenn ja, wo. Ja, genau, jetzt kam zuletzt gerade die Meldung oder im vergangenen Jahr kam dann die Meldung, dass Chipotle doch ein Franchise-Modell erwägt, um den Markt im Nahen Osten, das heißt Kuwait zu erschließen und arbeitet da mit einem Franchise-Modell erstmalig zusammen, was natürlich langfristig auch so ein bisschen eine Alternative sein könnte, die Marke auch international so ein bisschen größer zu machen. Genau, kommen wir zum Snapshot, das altbekannte Spiel. Genau, wir haben eine Marktkapitalisierung von knapp 90 Milliarden, also wirklich deutlich geringer als jetzt die ganz großen, sei es Domino's Pizza oder McDonald's. Wir sehen auch, das Unternehmen betreibt alles selber. Wir haben knapp über 100.000 Mitarbeiter, Gründung 93, Systemgastronomie haben wir alles drüber gesprochen. Zuletzt der Umsatz im ersten Quartal, 270 Milliarden US-Dollar, Umsatzsteigerung von 14%, wir sehen einen super schönen operativen Hebel, das heißt Umsatzwachstum um 14% gestiegen, die Kosten wurden relativ konstant oder niedriger, auf einem niedrigeren Niveau erhöht als die Umsätze, sodass wir ein Gewinnwachstum von 23% haben. Die Marge konnte auch ausgeweitet werden um 1 Prozentpunkt und auf der anderen Seite natürlich das Cash, was letztendlich auch durch die Company fließt, das heißt das Geld, was eingenommen wird und am Ende wieder ausgezahlt wird, haben wir hier sogar einen Anstieg um 30% gesehen, beim kooperativen Cashflow auf fast 600 Milliarden. Ja, zum Chart, ich glaube, da ist nicht wirklich viel zu sagen. Wir haben keine Dividendenrendite, wie man hier unten sieht. Wir sehen ja auch kein orangenes Chartbild dazu, wo die Dividenden mit drin wären. Aber ja, phänomenale Kursperformance. Wir sehen 2016 hier so ein bisschen den Einbruch mit den E. coli-Ausfällen und den daraus resultierenden Problemen, aber besonders jetzt im vergangenen Jahr hat sich die Aktie wirklich phänomenal entwickelt. Es gab jetzt tatsächlich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, vor 2 oder 3 Tagen den Aktiensplit. Die Aktie hat immer knapp 3.500 US-Dollar gekostet, wie man hier noch sieht, ist jetzt aber gesplittet worden in 50 Teile, das heißt aus einer Aktie sind 50 geworden, sodass der jetzige Kurs, das letzte Hoch bei 68,54 liegt, trotzdem immer noch dieser Punkt hier oben und das Tief liegt tatsächlich bei 35 hier. Wir haben eine Jahres-Year-to-Date-Performance von 40.
Genau, und jetzt kommen wir so ein bisschen auf die Bewertung hier unten rechts. Und das war so ein bisschen das, was ich eben schon gesagt hatte. Die Wachstumszahlen der relativ kleinen Unternehmen der Systemgastronomiebranche sind tatsächlich relativ gut. Und hier sieht man tatsächlich auch, wie das bewertet wird. Wir sehen hier Bewertungen fast auf Tech-Niveau, KGV von über 100 auf die letzten 4 Quartale, ein Kursumsatzverhältnis von fast 10. Ich habe es trotzdem mal als orange eingezeichnet, da das Unternehmen ja doch relativ schnell noch wächst. Wir haben aber einen relativ moderaten Verschuldungsgrad von 1,5. Trotz der selbstbetriebenen Restaurants, die natürlich auch viel Kapitalstock erfordern. Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren 21% gewachsen jedes Jahr. Das ist natürlich phänomenal. Auf der anderen Seite sehen wir das auch hier wieder, der operative Hebel, den wir jetzt in diesem Quartal gesehen haben, auch über die letzten 5 Jahre sehr stark aktiv. Die Earnings per Share, das heißt der Gewinn je Einzelaktie, konnte über die letzten 5 Jahre jedes Jahr um über 60% gesteigert werden. Und das haben wir tatsächlich, wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere, relativ wenig gesehen, dass wirklich so ein phänomenales, schnelles Wachstum in so kurzer Zeit stattgefunden hat. Ich noch mal einen Schluck trinken. Ja, genau, und hier sehen wir das nochmal so ein bisschen genauer, einen Blick in den Quartalsbericht zuletzt. Der Umsatz wird weitestgehend über den Verkauf von Getränken und Nahrungsmitteln in den Restaurants verdient. Es gibt ein kleines Geschäft mit Delivery Services, das heißt Lieferung, wird aber, wie man das hier so ein bisschen sieht, vernachlässigt aufgrund der Größe. Ob das nun 17,4 Millionen oder 17,6 Millionen sind, macht am Ende keinen großen Unterschied, wenn der Gesamtumsatz bei 2,7 Milliarden liegt. Trotzdem konnte der Umsatz gesteigert werden um 14%. Wir haben das ja eben schon gesehen. Die durchschnittlichen Sales, das heißt der durchschnittliche Umsatz pro Restaurant, konnte um 6% gesteigert werden. Da sind wir schon so ein bisschen runter. Und auf der anderen Seite haben wir hier auch nochmal Comparable Restaurant Sales, das heißt die Sales, die Umsätze, die erzielt wurden, ohne dass wir jetzt neue Eröffnungen mit dazunehmen würden. Im letzten Jahr wurden knapp 400 neue Restaurants eröffnet, was den Umsatz natürlich auch so ein bisschen anorganisch steigen lässt. Das heißt, wir haben hier nochmal die Comparable Restaurant Sales Increase von 7%, das heißt über die gleichen Restaurants, die betrieben wurden. Auch im letzten Jahr wurde ein Increase, das heißt ein Umsatzwachstum von 7% erreicht. Genau, und das zeigt das so ein bisschen, ne? Dann sehen wir jetzt hier nochmal eine kleine Übersicht. Nochmal, ich hatte das ja eben schon 2-3 Mal erwähnt, wie phänomenal die Aktie und auch das Unternehmen gewachsen ist in den letzten Jahren. Und dann sehen wir von 2010 bis 2022 konnten die Restaurants verdreifacht werden. Das heißt, von knapp 1000 Stück in 2010 hat man sich verdreifacht auf über 3000 jetzt. Dazu noch der Aktienkurs, der sich um 2000% während dieser Zeit gesteigert hat. Wir sehen den Aktienkurs hier nochmal mit so ein bisschen historischen Einordnungen. Wir sehen hier den Börsengang zu 22 US-Dollar damals 2006. Dann sehen wir den Eintritt in das Online-Geschäft. Wir sehen hier aber tatsächlich auch den E-Coli-Ausbruch und was das für doch auch langfristige Folgen hatte. Ich glaube, da sind dann damals auch so ein bisschen andere Probleme aufgetaucht, dadurch, dass natürlich auch der Gründer immer noch in der Führungsrolle war, was natürlich über diese lange Zeit, 20 Jahre sind es ja, so ein bisschen auch innovationshemmend wirken kann. 2018 kam dann der neue CEO dazu, wir hatten ihn eben schon einmal kurz erwähnt. Unter ihm wurden dann die Chipotlanes eingeführt, da gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein. Und seitdem kennt die Aktie tatsächlich irgendwie nur einen Kurs und der ist tatsächlich nach oben. Ja, hier sehen wir nochmal so ein bisschen den Ausbruch, den wir 2016 hatten. Wir hatten relativ schöne Wachstumsraten, zweistellig hier, auf 16% 2014 hoch. 2015 fing das ganze System dann schon ein bisschen an zu straucheln. Wir haben minimales Wachstum nur noch gesehen. 16 dann natürlich auch so ein bisschen mit der E. coli-Krise die Umsätze dann deutlich eingebrochen. Man hat sich dann aber wieder gefangen, konnte zuletzt 2021, 22, 23 durchschnittlich auch zweistellig wachsen, wenn man sich das zusammen betrachtet. Das heißt, das Wachstum ist wieder auf einem richtigen Pfad, ist aber jetzt bei knapp 8% so ein bisschen stagniert. Ja, hier sehen wir nochmal das von mir eben angesprochene System der Chipotlanes. Das Unternehmen hatte ja, wie schon gesagt, keine Drive-Thru-Möglichkeit. Das heißt, besonders in den USA, wo viele Leute ihre Einkäufe oder ihre Essensbestellung gerne im Auto durchführen und dann einfach nur an die Restaurants ranfahren und ihre Bestellung einsacken.
Da ist so ein bisschen Chipotle so ein bisschen außen vor gewesen. 2018 hat sich das dann geändert und es hat sich deutlich herausgestellt, dass die Restaurants mit den Chipotlanes deutlich effizienter sind und deutlich höhere Margen erzielen können. Das heißt, das Konzept ist so ein bisschen so, dass über die App oder über die Website bestellt wird und die Kunden dann tatsächlich nur noch ins Restaurant kommen, um ihre Produkte abzuholen, was natürlich dann zu Effizienzsteigerung im Unternehmen führt und einer deutlich schnelleren Abwicklung von Bestellungen, wie man hier auch sieht. Das heißt, das Konzept wurde eingeführt, man hat es getestet und man hat gesehen, okay, wir haben eine Margensteigerung dadurch und es lässt sich darauf festhalten, es liegt tatsächlich an diesen Chipotlanes. Und dann wurde das System tatsächlich voll ausgestattet. Wir haben auch zurzeit knapp 800 Restaurants, die nach diesem Konzept arbeiten. Und es geht jetzt darum, so ein bisschen dieses Konzept weiter auf die restlichen 2.500 Restaurants sind es ja noch auszuweiten. Ja, wir sehen hier auch nochmal so ein bisschen die Erholung des Geschäftes im Jahr 2010. Wir haben da knapp seit 2016. Wir sehen den Einbruch hier in 2016, sind dann fast in den negativen Bereich gerutscht mit unserem Free Cashflow, dem operativen Cashflow und auch mit dem Net Income. Hier einmal farblich alle so ein bisschen unterschieden. Der Trend ist aber bei allen Vieren der gleiche. Und seit 2016, wie auch der Aktienkurs kennen die Kennzahlen des Unternehmens tatsächlich nur eine Richtung. Wir hatten jetzt hier zuletzt einen kleinen Rückgang. Da muss man natürlich schauen, ob das jetzt langfristig problematisch ist oder ob das einfach ein Rücksetzer von dem Erfolg ist. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass der Rückgang besonders hier auf die operativen Cashflow und hier auf den Free Cashflow zutrifft. Wir haben aber hier auf der grünen Linie das EBIT. Das heißt die Earnings Before Interest und Tax. Und auf der orangenen Seite haben wir das Net Income, was immer noch konstant steigend ist. Ja, das war es schon tatsächlich für heute. Wir haben jetzt hier nochmal die Pro- und Kontraliste so ein bisschen zusammengefasst. Am wichtigsten ist da tatsächlich, dass sich das Unternehmen deutlich abgrenzt von großen Fastfood-Konkurrenten wie McDonald's, Burger King oder Domino's Pizza, indem es einfach gesunde und frische Zutaten anwendet, benutzt, was auf der anderen Seite natürlich zu Hygieneproblemen fließen kann, kommen kann, wenn man im Unternehmen alles selber herstellt und alles selber zubereitet. Da haben wir auf der Pro-Seite noch die Chipotlanes als Wachstumstreiber. Wir hatten das eben gesehen, das Unternehmen hat nachweislich feststellen können, dass die Chipotlanes oder der Fokus auf digitale Verkaufsmodelle auf jeden Fall margensteigernd ist. Das heißt, das weiter auszubauen, ist auf jeden Fall eine Chance, die das Unternehmen auch noch gegenüber der Konkurrenz hat. Da viele der Konkurrenten, wenn wir jetzt, ich nehme es die ganze Zeit, McDonald's als Beispiel nehmen, da ist das Drive-in-Konzept ja tatsächlich komplett ausgeklügelt und voll intakt. Das heißt, da gibt es wenig Möglichkeiten, das nochmal zu revolutionieren. Dann haben wir auf der anderen Seite einen Vorteil, wobei das natürlich auch immer ein Nachteil ist. Kein Franchise, das heißt, das Unternehmen betreibt alle seine Restaurants selber, hat damit eine große Kontrolle über das Auftreten der Marke. Auf der anderen Seite ist man dann natürlich auch so ein bisschen begrenzt in den Expansionsmöglichkeiten. Man hat jetzt zuletzt ein Franchise-Modell für einige wenige Restaurants im Nahen Osten ermöglicht und es könnte natürlich möglich sein, das in Zukunft weiter fortzusetzen, um auch international Fuß zu fassen. Da haben wir noch ein weiteres Problem, was aufgrund der gesunden und frischen Zutaten auftritt. Das sind die hohen Preise. Das Unternehmen ist tatsächlich relativ teuer in seinen Produkten, also im Gesamtschnitt im Vergleich zu anderen Fastfood-Ketten, die teilweise effizientere Lieferketten und auch effizientere Lieferketten haben können, da die Produkte nicht so frisch sind und es nicht das Aushängeschild des Unternehmens ist, dass die Produkte super frisch sind. Genau, dann gab es tatsächlich in der Vergangenheit, wir hatten das 2016 ja gesehen mit den Hygieneproblemen. Es gab aber auch immer wieder arbeitsrechtliche Probleme, die verletzt wurden. Das heißt, Arbeitsrecht wurde verletzt, weswegen das Unternehmen negativ aufgefallen ist in den Schlagzeilen. Und genau. Ja, hier das Programm jetzt für heute Nachmittag und die nächste Woche. Heute werfen wir nochmal einen genaueren Blick. Das sind dann tatsächlich alleine, ich werde nachher nicht dabei sein. Ein Blick auf den Systemgastronomie-Sektor, schauen uns zwei, drei Unternehmen an, unterziehen den Unternehmen unseren Bewertungsmodellen. Nächste Woche am 2. dann der Market Roundup wie üblich und dann schauen wir nächsten Donnerstag im Aktien-Roundup auf United Health
und schauen mal, wie dieser der gigantische US-Versicherer das Gesundheitssystem in den USA mitformt. Vielen Dank und ich freue mich auf nächste Mal. Bis dann. Tschüss.